Hallihallo und herzlich willkommen zu Spore, einem Spielchen von EA und Maxis, die dieses Spiel entwickelt haben und auch die Sims-Reihe, also sowohl SimCity und auch die Sims 2, erbaut haben. Was ist Spore? Spore ist quasi ein Universum, ja, mit vielen, vielen Planeten. Also sowas, wie es halt bei Sims mit Häusern gibt oder bei SimCity mit einzelnen Städten, gibt es hier in Spore einzelne Planeten. Und auf jedem Planeten können unterschiedliche Lebensformen entstehen, die man selber anschließend bestimmen kann. Wir suchen jetzt einen beliebigen Planeten aus dieser Galaxie aus. Und ich nehme einfach mal diesen hier. Und ja. Wie man sieht, ich habe hier schon so ein bisschen gespielt gehabt, so ein bisschen angespielt. Wir könnten Kreaturphasen nehmen, aber ich möchte das Ganze auf diesem Let's Play komplett neu beginnen. Das letzte Mal zur Übung habe ich Pflanzenfresser genommen. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach mal wissen wollte, wie Pflanzentypen sind. Diesmal nehme ich in diesem Let's Play Fleischtyp. Ein Thema, kein Thema. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, was es bedeutet. Ist auch, glaube ich, völlig egal. Wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Leicht, normal, schwer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Unterschied bis jetzt gemerkt. Nicht wirklich. Planet benennen. Sinilla. Ja. Von mir aus. Nennen wir es einfach mal so. Und da ist die Sonne. Aber nicht nur sie ist alleine da. Ein Asteroid aus riesen Eisblöcken. Aus Steinblöcken. Rast auf diesen Planeten zu, der befüllt ist von blauer Erde und rotem Wasser. Warum auch immer das Wasser bitte schön rot ist. Wasser ist auch nicht blau. Das muss man natürlich auch sagen. Aber gut, wir wollen nicht über die Sachen hier reden. Jeder deine Entscheidung bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unter den Fortschritt Anzeige angezeigt. Das Fortschritt deiner Fortschrittanzeige, wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neuen Teilen individualisieren. Zungenbrecher, Mann! Um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritte führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Eigentlich wird die Welt nicht größer, aber wir wachsen in dieser Welt größer vor. Jetzt sind wir ein Fleischfresser. Wir können aber auch, glaube ich, Pflanzen fressen, oder? Nein. Aber wir können uns hier dran fressen, oder? Nein. Aber gut. Frisst zum Wachsen Fleisch. Ich weiß nicht, wie ein Fleischfresser hier in Spore ist. Hatte ich noch nie. Ich habe immer Pflanzenfresser genommen. Keine Ahnung. Ich fand Tiere, die halt so mit Pflanzen zu tun haben, irgendwie süßer. Und ich wollte auch nicht nur Fleisch haben, sondern auch Pflanzen. Und was ist das? Was war das? Na, ist ja auch egal. Nee, Pflanzen kann ich nicht fressen. Schade. Das heißt also, ich muss mich also zum Speisen andere Kreaturen später nutzen oder so. Andere Zellen von... Ja, das konnte ich natürlich nicht hinsehen. Auch schön. Und super fair. Vor allen Dingen super fair.
Ja. Ja, diese Sache mit den Paaren, das werde ich noch machen. Sofern ich natürlich ein Fleischstück finde. Und nicht selber gefressen werde. Oh mein... Was? Ja, ja, tatsächlich. Ich muss tatsächlich irgendwann Tiere essen. Andere Lebensform essen. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht so wirklich mag. Die Tierwelt ist grausam. Ich ernähre mich von diesen Fleischstücken. Aber es kann sein, dass wir uns hier gleich noch von Tieren ernähren müssen. Daher tut es mir wirklich leid. Oh, jetzt sind wir genauso groß wie du geworden. Hallo. Oh. Wer ist denn hier ein hübsches, hübsches Zellchen? Ja, ja, das bist du gewesen. Oder bist das jetzt du? Denn jetzt können wir unsere Zelle selber aufbauen. Denn jetzt ist unsere erste Entwicklungsstufe gefragt. Du kannst den Modus in jedem Designer mit einem Klick auf der Maus, auf den Mausbutton ändern. Bevor du die Gezeittümpel zurückkehrst, kannst du das Ganze im Malmodus farblich ein bisschen aufpeppen. Ja. Oder aber wir setzen uns, um keine Gefahren zu setzen, noch ein paar Dinger dran. Allerdings ist das auch nicht gerade die klügste Wahl. Aber wenn ich von hinten angegriffen werde, so habe ich es bis jetzt immer gemacht. Und okay, wir können also Knochen und sowas noch gar nicht bewegen. Auch wenn ich gar nicht glaube, dass Zellen Knochen haben. Hab ich noch nie was gehört. Ja komm, wir sind ein Fleischfresser. Ja. Ich will auch nicht zu viel Zeit aufwenden. Du musst deiner Kreatur einen Namen geben, damit du die speichern kannst. Okay. Dann nenne ich diese Lebensform jetzt... Ja... Ich weiß, du bist nicht süß. Du bist ein etwas unpraktisches Wesen. Nenne ich dich... Nein, Kulleraugen ist nicht so wirklich. Zwicker! Das sind die Zwickers! Ganz einfach. Und den Rest brauche ich aber nicht, ne? Nein. Nicht so wichtig zur Zeit. Aber da sind wir jetzt als Zwickers. Und wir müssen uns von Fleisch ernähren und von anderen Tieren. Sehr schön. Was gibt es auch Besseres als andere Tiere zu essen? Vor allem die gerade noch, wenn sie leben. Du bist ein Pflanzenfresser. Weißt du, ich bin nicht so fies. Aber ich muss, glaube ich, zu dir fies sein, denn ich brauche Fleisch und hier ist zu wenig Fleisch. Au, 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 au! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, Junge. Sonst kriegst du es noch mit meinen Stacheln zu tun. Oje, 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 oje. Boah, was ist das im Hintergrund? Hau ab! Er hat mich getroffen, er hat mich getroffen. Es hat nichts gebracht. Nur am Anfang ein bisschen. Ja, er kommt, er kommt. Wir müssen hier weg. Was? Wie viele von den Wesen kommen sie denn noch hier? Ah, es war so klar. Ich kam da jetzt auch gar nicht weg. Ich konnte nichts dafür. Der ist mir doch gefolgt. Was sollte ich denn da machen?
Ich konnte nicht mehr Stacheln einsammeln und... Ja, natürlich kommt da wieder einer. Was sind denn das überhaupt für Wesen? Das sind solche komischen Glubschaugen im Hintergrund. Tut mir wirklich leid. Ich bin eigentlich lieb. Tut mir leid. Na gut, dann entkomm du mal. Ich will euch eigentlich nichts tun. Hä? Der hat mich weggestoßen, aber ich habe kein Leben verloren. Aus irgendeinem Grund. Was? Ich wollte nichts tun. Was zum... Ich wollte ihn jetzt ehrlich nichts tun. Ich wollte nur an dem Fleischstück dran, weil Fleisch kann er ja eh nicht essen und wir wachsen immer höher, größer. Was? Oh, wir haben einen neuen Körper bekommen. Was? Das habe ich noch nie geschafft als Zelle. Vielleicht weil ich noch nie Fleischfresser war oder sowas. Alles klar. Ja, kann man machen, ne? Ich will dir gar nichts tun, dafür bist du irgendwie viel zu süß. Tut mir leid, das muss ich jetzt mal zugeben. Das war wirklich... Ich fand diesen Sound auch voll süß. Tut mir nichts. Tut mir nichts. Ist das ein Tintenfisch oder was? Könnte ähnlich wie ein Tintenfisch sein. Alles klar. Ha! Er hat sich jetzt auch wehgetan. Ich muss da dran. Ich muss da mal dran. Ja! Du tust mir nichts, ich tue dir nichts, ja? Hey, ich wollte ein Fleischstück haben. Na gut, wenn du nicht willst, dann nehme ich es. Dann selber schuld. Nam, 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 nam. Was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Yay! Jetzt habe ich seinen Körper. Bau oder sowas. Ich weiß nicht. Ist das jetzt ein Görfer? Giftspucken. Ja! Oh, oh, yes! Das ist auch meine Fähigkeit. Genial! Genial! Das müssen wir unbedingt anbauen. Damit können wir unsere Gegner noch schneller vernichten. Also, eigentlich will ich ja keinen was tun und da ist ein Riesen! Was auch immer gewesen. Na, jetzt haben wir aber auch solche Schwimmflossen. Damit müssten wir eigentlich besser schwimmen. Die tun wir jetzt weg. Dafür spucken wir mal Gift. Moment. So. Ja. Kann man machen. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich eine gute Idee war, das zu nehmen. Aber vielleicht können wir damit diese Viecher abwehren. Er nimmt Schaden, er nimmt Schaden ab. Seht ihr das? Seht ihr das? Er kriegt ein bisschen Schaden ab. Ist zwar nicht viel. Vielleicht kriegen wir ihn damit down. Nein, es sind auch zwei davon. Ja, keine gute Idee. Was ist das für ein Riesenvieh? Hilfe! Oh Gott! Ja, natürlich!
Boah, wo bin ich hier reingeraten? Ah! Ich hab das überlebt! Nicht euer Ernst! Ja, aber die kriegen tatsächlich Schaden ab. Ich hab das tatsächlich überlebt. Krass. Aber jetzt konnte ich nicht überleben. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste mich treffen lassen. Seht ihr das im Hintergrund? Das sieht schon erstaunlich aus. Also das ist... krass. Sehr, sehr krass. Ja, von denen haben wir eigentlich schon die 5 Flügel. Da haben wir eigentlich so gut wie alles. Ich weiß nicht, ob man noch was davon bekommt. Kann sein. Aber wenn wir kein Fleisch finden, dann haben wir auch eine schlechte Karte bekommen. Boah, ist der schnell! Ist der down? Ernsthaft jetzt? Ja gut, dann haben wir halt Fleisch, auch gut. Oh, krass, 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 krass. Kriegen wir den auch noch? Wo ist er denn? Da ist er. Naja, komm, den kriegen wir auch noch. Ha! Was denn, dafür kriegen wir nur Fleisch? Das ist okay. Ich dachte, vielleicht kriegen wir was. Aber das Fleisch heilt uns ja. Was ja eigentlich vorteilhaft ist. Das brauchen wir ja. Oha. Oh, es gibt noch mehr von den Sachen. Jetzt komme ich da nicht dran! Nicht euer Ernst! Verdammt! Wie ist das denn? Hier war doch irgendwo das Ding offen gegangen. Ach, wenn ich den down bekomme. Seine Fähigkeit ist auch gut. Der spürt sofort das auf. Was? Der hat mich wie ein Magnet aufgezogen. Was? Lass mich in Ruhe. Ja. Der zieht mich wie ein Magnet auf. Da habe ich gar keine Chance wegzukommen. Aber so komme ich auch keinen Schritt weiter, wenn da nur noch dieser eine Typ ist. Es sind auch tausende von denen noch hier. Also, ich weiß nicht, ob es tausende sind, aber es könnten schon die paar hundert hier drin sein. Ja, komm. Ja, lass mich in Ruhe. Ah! Ich brauche doch nur... ja, natürlich ist von den... jede Menge ist von denen hier da. Das war auch noch nie der Fall, dass es so schlimm war. Allerdings war ich ja auch kein Fleischfresser. Was bedeutet, Fleischfresser könnte es etwas schwieriger haben anscheinend. Dann muss ich euch leider auch verspeisen. Das tut mir sehr leid zwar, aber... diese Kreaturen gehen mir wirklich auf den Keks. Da besteht einer fast nur aus. Okay, immer schön wegbleiben von denen. Sonst werden wir noch unser blaues Wunder erleben. Das wollen wir ja nicht. Ich will ja irgendwie jetzt am Land langsam kommen.
Also Fleischfresser ist definitiv schwieriger, aber es kann auch sein, dass die Stufe, weil ich sie erhöht habe, diese Kreaturen jetzt auftauchen, jetzt öfters. Ja, das könnte auch gut möglich sein. Ich krieg den nicht erwischt. Ja, komm, stachel mich noch hier kaputt, Mann. Damn it! Es gibt auch kein bisschen Fleisch hier. Dann, wenn man es braucht, hat man es nicht. Oh. Oh. Ich dachte, du wärst einer. Alles klar. Komm schnell. Ja, komm, knutschen. Und, lass uns die Kreatur erstellen. Der hätte dann die Möglichkeit, auch vorne was abzuspritzen. Aber darum kümmern wir uns das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen zeigen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Spore. Bis dahin. Ciao.